Liebe Schwestern und Brüder, wie ein roter Faden zieht sich das durch die Botschaft der Propheten, die wir in den letzten Tagen gehört haben. Immer wieder bei den sogenannten kleinen Propheten, aus denen die Lesungen jetzt genommen sind. Der Aufruf zur Buße. Wir haben das vielleicht noch von Jona mit dem Umkehrruf an die große Stadt Ninive, an jene Metropole dieser Zeit, am besten in Erinnerung. Und so ist es auch heute, sehr eindringlich beim Propheten Joel. Er beginnt mit seinem Bußruf nicht umsonst bei den Priestern. Was ist der Sinn einer solchen Buße? Wir merken, dass das eine Richtung hat. Die Richtung ist bestimmt zunächst von einem bestimmten Datum, nämlich dem Tag des Herrn. Wie uns das schon unterschiedlich bei den Propheten begegnet ist. Das heißt, alles bewegt sich auf etwas zu. Aber was geschieht an diesem Tag des Herrn? Alle Hoffnung läuft auf den Punkt zu, von dem wir in diesen Tagen so viel hören und so viel reden. Auf den Punkt der Barmherzigkeit Gottes. Was ist diese Barmherzigkeit Gottes? Und wie, wenn man das so salopp sagen darf, wie funktioniert die? Im Moment habe ich den Eindruck, wenn man so die Beiträge liest oder hört, auch was in der Synode eingebracht und besprochen wird, als sei die Barmherzigkeit Gottes so etwas wie ein uns zustehender Nachschlag, ein uns zustehender Preiserlass, ein Sonderangebot des lieben Gottes. Oder wenn wir an der Kasse stehen und 20% Nachlass aushandeln. So wirkt das wie ein Geschäft, das wir mit Gott machen und das uns gefälligst zusteht. Heilsam ist diese Linie, die die Propheten ziehen, weil sie natürlich die Barmherzigkeit Gottes voraussetzen. Sie ist da, sie ist unerschöpflich. Fast jedes unserer Gebete in der Messe beginnt mit allmächtiger, barmherziger Gott. Wie könnte man das je vergessen? Aber heilsam diese Linie, auf diese Barmherzigkeit Gottes, die uns eigentlich nicht ohne weiteres zusteht, die wir nicht einfach einklagen und einfordern können und jetzt auch in entsprechenden Papieren und Entscheidungen der Kirche einfach festsetzen, dass das eine Sache der Barmherzigkeit ist. Schließlich ist es Gott, der barmherzig ist. Und wenn wir von unserer Barmherzigkeit reden, dann ist das allenfalls eine Nachahmung Gottes. Es braucht also immer eine Bewegung auf die Barmherzigkeit hin. Joel beginnt heute bei dem Priester. Natürlich, damals wie heute, führen sie das Wort der Barmherzigkeit oft im Mund. Es ist gut. Es ist auch richtig so, weil es dem Wesen und der Eigenart Gottes entspricht. Aber sie selber haben voranzugehen in der Bewegung, zu der dieses Wesen Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes ruft. Sich auf diese Barmherzigkeit hinzuzubewegen. Und das geschieht immer in Umkehr und Buße. Heraus aus dem Zirkel, der nur um sich selber dreht. Und manchmal, wenn wir dieser Tage von Barmherzigkeit hören oder lesen, hat es genau einen solchen Zirkel. Wir drehen uns um uns selber. Es braucht immer, und der Prophet Joel macht das wie andere deutlich, diese Bewegung hin zu Gott, aus unserer Eigendrehung heraus. Das fordert Gottes Barmherzigkeit. Er kommt uns so weit entgegen. Aber den Schritt, den nächsten Schritt auf ihn zu, müssen schon wir tun, damit wir diese Barmherzigkeit erfahren. Damit der Tag des Herrn nicht das wird, was die Propheten durchaus als ein Aufwachmoment darstellen. Dass es nicht ein Tag des Schreckens und des Horrors wird. Ein Horror und ein Schrecken, den wir uns selber bereiten, indem wir diesen Moment verpassen, auf Gott und seine Barmherzigkeit zuzugehen.